Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier am Arsch. Wir bauen heute gerade mal die Straßbahn ein von unserer Wiese, Zelt Nummer 19, also Team. Da wird noch Milch gefahren von unserem Fußstall zu der Molkerei. Butterherstellung und Sahne und so. Vollmilch und so. Stark, Joghurt. Ja, da geht noch voll Dampf, ne? Der globale Markt und Milch ist alle. Das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, mindestens 500.000 Liter Milch, ja? Mal das kurz gucken. Das geht ja ganz schnell. Brauerei. Habt ihr auch entsprechend. Brückenbau, Böhmengang, Heuer, Verschauung, Kiesgrube, Malzberg. Mischfutter, Palett, Landverbindung, Sackgut, Holzstoff. Molkerei. Da gucken wir mal, ne? Milch 54.000. Milch ist schon sehr voll. Dann haben wir auch zu tun, dass wir das auch hinkriegen, ne? Butter. Also die müssen noch ein bisschen arbeiten, ne? So, dann war Brückenbau. Da sind wir aktuell Stand 43%. Also noch nicht die Hälfte fertig, aber es kommt gut voran. Sand und Dings sind voll. Zement, fehlt wieder was. Ne? Also, und bei der Brauerei. Bierkasten, ja, da haben wir wieder was da, ne? Können wir uns verkaufen. Bierfass. Da fehlt noch was. Hopfen. Ja, Hopfen fehlt irgendwas, ne? Leerpaletten. Weizen. Wasser. Wasser wird gerade gefahren. Also das ist bei Bierkasten. Gerste ist noch gut gefüllt. Und Weizen ist auch gut gefüllt. Also da kommen wir noch eine Weile mit hin. Also Bier und Milch, das ist aktuell, was ich am stärksten produziere und Runde. Ja. Geht's voran, ne? Müsste eigentlich normalerweise. Ja gut, Weizen ist meine Kurve, ist ja halb eher. Das ist scheiße. Da kann ich dann aber einen Kurs programmieren, da muss ich mal sehen, dass ich immer mal wieder was fahre. Fahren lassen. Erstmal müssen wir hier die ganzen Ballen absammeln und dann mal düngen, das ist ganz wichtig. Das sieht ein bisschen grafisch und unglücklich, aber ist halt so, ne? Der Unkraut, das wächst auf, aber wie gesagt, das ist minimal. Dauereisen so, das Unkraut wächst, ne? So, auf der Wiese ist ja im Grunde nicht so tragisch, da blieben dann alles weg. Muss Arbeit einsparen wollen, dann können wir uns die Wiese lassen. In Zukunft und gerne andere Flächen zukaufen. Ne? Muss ich mal schauen. Feld 10 habe ich überlegt gehabt, aber da fehlt ein bisschen Geld. Ne? Oder sehe ich noch nicht so eng. Das können wir kompensieren durch Bierverkauf und Glück haben. Molkerei braucht zwar noch ein bisschen, aber die hat ja auch ein volles Lager Milch, das kann ja auch zusammenkommen. Ne? So, dann wäre hier abgesammelt, ne? Und da nichts mehr. Zum Augenblick sagt uns nichts. Gut, dann fahren wir runter, kommen wir nach Düngen. Düngen, das speichern wir nicht ab, das ist an sich kein Problem, das geht zurück. Sollte kein Problem sein. Dann lassen wir es drauf, dann fahren wir gleich rüber. Und die können wir dann entsprechend auch nehmen für die andere BGH. Ne? So. Kursgenerierung heißt das hier. Also hier programmieren wir Feld 19, Farrender 2.
generieren Kurs. Ein Kurs, ein Fahrzeug. Sollte an sich kein Problem sein bei der Feldecke und Größe. Zurück. Einstellen. Und da verdüngen. Wir fahren Richtung 36. Ne, LKW. Muss ich aber tun, ne? Dann können wir gleich mal prüfen, ob der andere gut gepresst hat oder schlecht. Oder was liegen lassen haben. Ne? Das kann natürlich sein. Das ist ja der Wahnsinn. Ne? So viel Arbeit. Dann wissen wir ja, was er machen soll. Aber das geht schon. Das haben wir ja gewollt, ne? Großbauer, ne? Gut, wo sind die Angestellten, die man sagen kann, jetzt machst du das und das? Geht ja noch nicht ganz so. Das ist ja noch der Präparat. Eingestellt werden, eingefahren werden. Aber, ich sag mal so, das ist schon eine Erleichterung, alleine dadurch, dass man Wasser und Milch jetzt auch liefern kann, gut, Wasser noch kaufen kann. Das ist schon super, dass man das alles machen lassen kann. Ne? Auch die Ernte wird dann einfacher gehen mit Abfahren und so. So, ja. Oh, Licht, mein Stroh, mein Kugelage. War noch viel, wir haben noch viel treffen. Oh. So, im Großen und Ganzen. Das ist früh los, ne? Hat der hier vorne? So kann man nicht sagen, hat er gut geschafft. Anführungszeichen, ne? Wo ist der andere? Da hinten. Wo ist die ganze stehen? Was hat er da oben? Wo hat alles gesammelt hier? Einer ist da ganz hinten. Wer weiß. Bisher hat er ganz gut gemacht. Also, lass nichts liegen, ne? Hause gehen soll, ne? Dann ist es früh los. Man hätte auch theoretisch alles mit dem Sammelwagen machen können. Und so einen Fahrmeter aufstellen. Das wäre auch möglich gewesen. Rein theoretisch. Aber der Fahrmeter kostet Geld. Ne? Einer reicht dabei nicht. Gut, gucken, wo er hinfährt. Ne? Ich wollte jetzt faul. Tank oder was? Ich weiß es nicht. Hey, das kostet Geld, wenn wir kaufen. Und die Ladebahn stellt es aber bei der BGA an. Gut, man könnte auch mit Outreif da entsprechend geladen. Das ist kein Thema. Das macht er ja auch. Automatisch. Ja, ein Heuball dabei. Heuball ist okay, kann man auch verwerten. Das Kreis da hinten, ja, was soll man machen, ne? Irgendwas denken sie dabei, ne? Ja, wenn eine KI denken könnte, ne? Aber das geht auch nicht, das haut auch nicht hin. Roboter arbeiten und bieten das Geld. Das wäre optimal. Aber gut. Immer alles können die Roboter nicht machen.
vor allem, wenn es Stückzahlen sind, die nicht so groß sind, dann wird es schwierig. Ne? Klar, wenn man Schrauben herstellt, von einer gewissen Größe, in großen Massen, dann ist das natürlich kein Problem. Wenn man falte kleinere Zahlen aus, verschiedene Formen und so, dann wird es schwierig. Ne? Ah, das wissen wir nicht. So, die ersten Anhänger ist voll. Gute Weile hier vor der anderen Seite. Ne? Mal gucken, wo der zweite wieder hin ist. Wo hat er sich versteckt? Das muss man nicht ganz verstehen. Oder wieder Traktor fahren. Ich bin ja nicht neugierig, ne? Aber da. Der Tank ist voll. Das sind mächtig Kummel. Wo will er hin? Ein bisschen ist schon komisch, ne? Dass er hier lang fährt. Und müsste ja eigentlich da lang fahren oder andere fährt. Dann sind wir beide gleich gestartet und bis hierher ist alles gut gelaufen. Anführungszeichen, ne? Ohne Probleme. Jetzt hier in dem Bereich. Hier müsste eigentlich die Bahn noch voll mitziehen, also da hätte er auch arbeiten müssen hier. Hätte, hat aber nicht. So. Gehen wir hier rein. So. Aber manuell, den Bereich. Schöne Kurve gut, ne? So. Aber manchmal muss man Sachen nicht verstehen, ne? Das ist ja halt so, ne? So, überlegen. Ja, Düngen. Das Düngen klappt schon mal. Dann werden wir gleich einen zweiten Dünger unterwegs machen, losfahren. Den wollen wir auch gleich düngen, die Wiese. Dann bis der jetzt verballen gepresst sind und dann ist länger aufpasst, das dauert ein bisschen. So, 9000 wird reichen, aber ich muss dann noch das zweite Mal düngen. Dann gehen wir das mal, nachdem es gewachsen ist. Mal den muss. So. Dann müsst es alle. Jetzt müssen wir das nächste Mal. Nächste Mal hier voll machen wieder. So, auf geht's von Feld Nummer 36. Oh, Alpha neue Version. B4. Macht mir neugierig, ne? Das könnte ich ja mal ein paar Folgen aufnehmen, ne? Also, ja. Wäre mal versucht wert, mal ein paar Folgen zu machen. Wie viele, aber ein paar. Ich meine, alles da aufzunehmen ist uninteressant. Wie Bergbau und ja, also sowas nicht. Aber dann kommt doch wieder Zombies und doch wieder interessant, ne? Ist immer schwierig, da das dahin zu kriegen. Muss ich mal sehen. Für morgen habe ich ja noch alles fertig. Das heißt, für morgen muss ich noch hochladen. Eine Folge. Für morgen. Aber das ist kein Problem. Das Gucken an sich dauert nicht lange.
Hochland ist das kleinere Problem, kann man sagen. Ne? Das ist ja alles da drumherum. Was gemacht werden muss, um das entsprechend auch dann auch hochladen zu können. Ne? Da gehört halt ein schönes Handy dazu, das muss bearbeitet werden. Ist zwar Routine in Anführungszeichen, geht auch ziemlich flott. Aber wenn ich jetzt neun Folgen gemacht habe, also jetzt aufgenommen habe, muss ich neun Fotos bearbeiten, also jetzt mal acht. Ja, und das dauert immer eine Zeit. Ne? Das Bearbeiten der Ränder, das dauert auch seine 7-8 Minuten, ist alles kein Problem. Und so kann man halt nicht spielen. Ne? Wenn man jetzt belegt, 9 Folgen, 8 Minuten ungefähr, pauschal, ja, dann kommt man zusammen an Zeit. Ne? So, jetzt schon mal abstellen. Dann kann er mal verarbeitet werden. Ne? Ich glaube, hier rechts ab. Na, so war nicht geplant. Hup. Stell mal rechts ab, ne? Klack, 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 klack. In der Halle reinstellen, ja gut, das ist ein bisschen aufwendig. Per Hand wird es gehen, aber gut auch. Da haben wir auch ein Ballenlager für normalerweise. Wie gesagt, ich möchte ja, dass die Ballen noch zur Silage werden. Ne? Das ist ja das entscheidende Punkt. Und das geht so eine Halle nicht, dann ist es nur Gras. Ich will ja in dem Falle Silage haben. Ne? Die Lage ist ja dem Augenblick das, was ich haben will und ich mein Gras. Wenn ich Gras haben wollte, dann brauche ich die Wickel. Ne? Und dann wäre das für die Holland Ball treffen schneller fertig. Ne? So. Mal einsammeln, ne? Dass wir hier auch mal gleich düngen können. Das dauert eh noch ein bisschen. Die Wiese ist ein bisschen größer wie die 19. Bisschen. Und bei Gelegenheit mal die 23 mal backen. Sobald ich hier alles gesammelt habe, Luft ist da, kann man noch backen. Mal Ecke reparieren. Oh, schon wieder Zeit gegangen. Ist halt gesucht. Natürlich, aber das soll es halt auch für heute gewesen sein. Jetzt haben wir schon Dank fürs Reinhauen. Ne, und dann, ja, dickes Dankeschön alle, die mal kommentiert haben. Ich hoffe es jedenfalls. Wäre schön. Ist kein Muss. Nur eine Bitte. Wegen den lustigen Algorithmus von YouTube. Je mehr kommentiert wird, umso besser ist es. Natürlich ist ein Like auch schön, ne? Aber das ist nur eine Erinnerung. Also hin und wieder vergesse ich selber auch zu machen. Also das ist keine Verpflichtung in dem Sinne. Das ist eine nette Bitte. Wäre schön. Das ist eine kleine Unterstützung für, ja, für Neuvorschläge, für andere Zuschauer halt, ne? Damit der Kanal wachsen kann. Braucht man eine Quote. Es geht nicht darum, um Geld zu verdienen, es geht darum, dass man halt wächst. Und ich habe auch neulich mal gehört, die Kanäle, die jetzt wo Werbung geschaltet werden kann, Anführungszeichen, die werden auch besser öfters vorgeschlagen. Ne? Also, aber Vermögen werde ich nicht verdienen damit, wenn es mal so weit sein sollte. Und wie gesagt, ein paar Cent werde ich das nicht machen, aber wie gesagt, schön wäre es, wenn es hier und da mal ein bisschen Wachstum zu sehen ist. Rote, dazu ist es ganz interessant und schön, wenn ab und zu mal geliked und ein kleines Kommentar abgegeben wird.
was auch immer, es reicht ein Hallo und schon ist das ne? Kommentar begeben, ne? So, komm mal. Tschüss und Verkauf. Ja. Da geht's hier, genau. Weiter mit Gras weiter, ne? Ich werde nachher gleich Spaten holen, ne? Und dann warten wir mal ein bisschen. Und tschüss, ciao, bis dann und tschüss. Danke für das Einschalten. Tschüss.